So, people, wir sind back on track, können wir sagen. Hier mit den geilen Ventilatoren. Sie sind da. Ja, ich wurde viel gefragt worden, so, hey Mann, was steht euch jetzt in deinem verdammten Studio? Und dann muss ich sagen, hey Mann, im Moment nichts, ich bin immer gesehen. Ich bin das eben jetzt gerade am Umbauen. In meinem Homestudio, für die, die das ein bisschen kennen, schon mal irgendwo haben gesehen oder so. Im Moment ist quasi drinnen, also ein Eistee halt und eine Verpackung. Ja, also fangen wir hier an. Da unten ist ein uraltes Kasse, kann man fast sagen. Set, das ich schon ewig einfach brauche und das finde ich immer noch gut. Aber das tue ich jetzt anders einrichten. Und zwar, dass man das kann. Irgendwie hat ich gesagt, ein CDJ hier, ein CDJ hier. Und dann tue ich in der Mitte das Pioneer. Trainings für daheim, so ein bisschen. Da hast du wirklich vier Decks, ja, ich bin gespannt, wie es funktioniert. Und dann, ja, was ist noch da? Eben der Novation Twitch hier, wo ich von Novation bekam, zum Testen vor etwa eineinhalb Jahren. Etwa, ist das gewesen. Und brauche ich seitdem nicht mehr wahnsinnig viel, weil es mir ein bisschen spielerisch ist. Es ist ein super Gerät, aber ja, ich bin jetzt so mit den Hotkeys und so. Für das habe ich nämlich das. Und zwar ein Novation Launchpad. Also die Kabel gehören nicht dazu. Das ist auch ein MIDI-Gerät, wo man wirklich super quasi als MPC brauchen kann. Ist allerdings die Grundidee ein bisschen anders. Also ich kann euch das mal zeigen, sonst noch später, wie das richtig funktioniert. Dann haben wir hier unten den Vierbahn-Mixer. Mit der Effektschaltung und alles. Der hat einfach den digitalen DXLR out und das ist relativ cool. Dann hier ist ich muss das schnell zu den Rig weg tun. Ein M-Audio K-Station. Das ist ein 49 KI Keyboard. Dann haben wir hier noch ein Computer 1. Wir haben hier den Traktor Audio Treiber, der Audio 2. Wir haben hier das MacBook, das kleine. 13er, das schwarzes. Das kann ich schnell zeigen, das ist nämlich auch sehr spannend. Unbedingt. Vor allem ist es auch ergiebig mit einer Hand zu machen. So, jetzt habe ich es geschafft, es auszupacken. Das ist wirklich ein schwarzes, ultrageiles MacBook. Das habe ich von den Staaten mitgenommen. Wegen dem ist schon das Z und das Y. Das Y. Wie sagt man dem? YMCA-Ding. Oder? Fuck, wieso weiß ich es nicht? Y, das heisst ja Y. Mann, bin ich blöd. Aber das Z und das Y ist echt vertauscht. Aber es ist ja wirklich geil. Also, es ist Black One. Ich bin super zufrieden. Allerdings ist der Akku kaputt mittlerweile. Es hat mal einen neuen Kopf. Es geht nur noch, wenn man es mit Strom hat. Das ist kein Scheiss. Ja, und darunter verbirgt sich der Reloop DJ, also Digital DJ Controller, nennen sie ihn, glaube ich, oder irgend so etwas. Das Controller Edition, das 2. Controller Edition heisst, es ist nur mehr USB betrieben und keine direkt Ginge oder Jack Ausgänge zum Beispiel. Also wegen dem Interface Edition. Ja, und dann hier nebenan ein sauren Puff. Das Core Chaos Pad 4, also Quad. Super Gerät, wirklich. Also bei extrem zufrieden, haben wir das vor einem Jahr mal gesucht. Hammergeil, immer dabei. Ziehen wir das mal schnell hier drauf. Da drunter kommt noch ein weißer Mac vor. Da habe ich mal auf Ricardo, glaube ich, billig können kaufen. Ist allerdings nicht für wahnsinnig viel. Sieht einfach geil aus, wenn ich auch noch Freude. So. Ein bisschen, ja, der Sammler in mir wieder vorgekommen. Ah, hinter dann ist ein 24 Arbeits Windmikrofon Popschutz. Ah, drunter ist quasi das Herzstück von meiner Musikanlage. Ich habe das Logitech THX-Ding jetzt hier. Das ist, glaube ich, das vor 5200 oder so etwas. Ich weiß auch nicht genau. Habe eine eigene Boxen dran. Die sind dort oben. Da vorne. Mega schön verkabelt. Da oben, wo übrigens neu meine Webcam drauf ist, da ist eine und dort ist eine. Also es sind vier Boxen. Und da unten haben wir noch die Subwoofer dazu. Also es ist der hinten, der gross.
Und der Kleine hier ist für das Monitoring bei diesen zwei Boxen davor. Da kommen wir später noch dazu. Jo, jetzt sind wir verblieben. Launchpad erklärt, hier alles erklärt, gut. Dann haben wir hier noch eine Tastatur, die sehr verstaubt ist. Ja, und hinten dran natürlich einfach die ganze Kabelsache. Also das ist der gleiche recht extrem, wie viele Kabel sich da immer bei. Ah, meine Gitarre ist auch noch hier. Die kann ich irgendwie schlecht auspacken. Ja, und jetzt sind wir hier eben mit meinem wahnsinnig professionellen Holz und überall. Und ah, noch meine Visa, dass ihr schön könnt die Code ablesen. Hier noch ein paar Visitenkärtchen im Start. Hier natürlich Macklemore und Ryan Lewis. Das heisst, die beste verdammte CD ist eigentlich es. Also wirklich super geil, jetzt im Moment mal in Räumen los, aber es ist eine super CD. Habe ich schon voll an einen grossen Misch an dieser Stelle. Hinten dran finden wir gleich meine Soundcard, beziehungsweise meine XLR Inputcard. Das ist der Lesis IO 2. Zweimal XLR Input oder Balance Jack Input. Tipptopp, geht auf USB raus. Ich kann auch nochmal hinten mit einem Jack und Ginge, ein bisschen Monitoren, Zeug und Sachen, also wirklich alles, was ich brauche. Nachher schauen wir nochmal weiter hier über. Der Bildschirm, mein allererster Computerbildschirm, den ich irgendwie mal habe, vor Hurenstaubung. Vor 2 Jahren oder so. Nein, vor 3, 4, 5, 6, 7 Jahren. Das ist wirklich schon ein älteres Stück. So die Classic kennen sicher ein paar von euch. Oder ist das echt der, den ich von Schuhen geklaut habe? Ja, vielleicht habe ich den Schuh mal mitgenommen. Oh ja, who cares. Jetzt hat hier CNN etwas geschrieben. Übrigens hier das neue iOS 7. Oh, wahnsinnig cool. Nein, CNN möchte ich nicht. Es sieht wirklich schön aus. Oh, jetzt NBC natürlich auch nachgezogen, oder? Wie wir das kennen. Eben, was immer gewesen. Ja, sie hat jetzt noch, sie ist halt die Jailbreak-Version quasi, aber es sieht wirklich schön aus. Ja, hier, was man natürlich immer braucht, Caramel und Schokolade. Also das ist wirklich very important im Studio. Ja, und dann sind wir hier quasi bei meinem Haupt-Arbeitsmischpult, wo ich für das Schneiden eigentlich brauche. Das ist das halb MIDI, halb analog im Moment. Das ist wirklich Kompodor vom Kollegen relativ cool mit dem ganzen Zeug und so. Und das läuft jetzt hier über den PC mit dem Audio-Out auf die Soundcard, kommt nachher hier drauf. Also nochmal schnell zum zeigen. Und es ist vor allem im Moment hier für das Monitoring-System. Ich kann euch übrigens schnell zeigen, wenn wir hier jetzt das Ganze anschauen und hier auch noch ein bisschen Schub geben, können wir hier auf Stereo schalten. Und dann brauchen wir nur noch das Kabel einzustecken. Weil es sehr wahrscheinlich aussteckt. Naja, das ist voll aufgesteckt. Das kann ich euch doch nicht zeigen. Gut, wird rausgeschnitten. Also, jetzt, was sind wir gewesen? Ja, jetzt gehen wir hier noch ein bisschen weiter gegen rechts. Und dann sind wir auch schon bei meinem AK MPK 49. So wieder ein 49 Keyboard MIDI natürlich am Stecht. Ein super Gerät. Ich bin mega zufrieden mit dem. Das habe ich mir erst vor ein paar Monaten mal gesucht. Extrem cool. Vordran mein Syncmaster-Bildschirm von Samsung. Auch extrem zufrieden, vor allem weil er matt ist und nicht spiegelt. Ich habe im Büro 2 Thunderbolt-Bildschirme und die sich spiegeln so extrem. Habe ich bei dem noch gerne, dass der nicht spiegelt. Das ist 24 Zoll, für die, was interessiert. Nebendran das Monitoring-System. Also ja, Monitoring-System ist übertrieben. Das ist echt so, dass man es halt gehört. Und dann hier natürlich Voodoo am Start. Ja, also ja, man kann das Zeug eigentlich anlassen. Mein Mac. Übrigens hier auch noch die Verknüpfung. Ah, vielleicht ist es wegen dem nicht gegangen. Jetzt haben wir hier das Zeug an. So, Facebook natürlich sind wir, oder? Wie sich's gehört. Nein, bei dem Moment geht die Time Studios Seite aufladen. Wo Sound kommt, oder? Wirklich alles kreuz und quer im Studio wird gegodet und Zeug und Sachen. Ah, hier noch ein wichtiges Gerät. Meine super D-Box. Für die, was interessiert oder nicht wissen, was es ist. Vielleicht mache ich dir nochmal ein spezielles Video dazu, das ist kompliziert. Kann man einfach Jack reinstecken und XLR reinstecken. Und dann tut es machen und dann gibt es geile. Ja, jetzt ist es rot. Und dann gibt es geile Shit. Das ist eigentlich etwas anderes wie das hier. Theoretisch. Ist es aber nicht, aber theoretisch. So, und jetzt machen wir uns mal was umbauen. Let's go!
Return to the Mac. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. First shot, come strut walking. Little bit of humble, little bit of cautious. Somewhere between like rock and Gaga.